Die Vorzüge einer Gemeinschaftsaktion, einer Kooperation sind erwiesen. Aber sie scheitern meistens an egoistischen Einzelinteressen. Ja, natürlich. Frau am Steuer, das wird teuer. Oh. Mensch, der ganze Kotflügel im Eimer. Sie haben Ihr Handzeichen nicht rechtzeitig gegeben. Was hab ich? Lernen das erst einmal richtig Auto fahren, bevor Sie armen Radfahrer überfahren. Erlauben Sie mal. Schließlich ist mein Schaden ja wohl etwas größer als Ihrer. Und von mir sagen Sie gar nichts. Lauter biologisch gedüngtes Gemüse, das können Sie ja gar nicht zahlen. Alles Natur. Hoffentlich haben Sie eine gute Versicherung. Au! Kann man nicht mehr auf der Straße gehen, so sausen Sie daher mit Ihren Spinnkarren. Auch Radfahrer sind Menschen. Stopp, bitte. Sowas kann ich nicht mehr verkaufen. Ja, ja. Bitte, hier ist meine Versicherungskarte, den Namen und Adresse. Aha, aus Düsseldorf sind Sie. Drum. Ja, also über meinen Gesundheitszustand kann ich gar nichts sagen. Da muss ich erst einmal den Schock abwarten. Das ist so schreckhaft, sehen Sie gar nicht aus. Das täuscht, gnädige Frau. Wahrscheinlich bin ich wochenlang arbeitsunfähig. Herr Spanner, ich mach mir den Zeugen, ich hab's gesehen. Danke dir. Bitte, ich habe einen Zeugen, der Herr hat alles gesehen. Ja, wohl jetzt ganz genau gesehen. Der Herr hat die Hand hier ausgestreckt und ist dann hier vorgefahren. Heute hast du recht. Danke dir. Danke dir. Ich glaube, dass wir uns einigen. Die gnädige Frau nimmt die ganze Schuld auf sich. Aha. Das ist mein Haus. Aha. Das ist doch eine ausgezeichnete Lage. Prima Laufgegend, Parkmöglichkeit direkt vorm Haus. Brauche nicht. Meine Kundschaft kommt zu Fuß. Aber es trifft sich sehr gut, dass Sie Reklameberaterin sind. Vielleicht fällt Ihnen was ein, wie man mein Geschäft wieder in Schwung bringen. Ihre Kollegen haben alle die gleichen Probleme. Das ganze Parterre war früher mal mein Geschäft. Dann haben wir es geteilt. Das finde ich aber sehr richtig. Ah. Jetzt kann ich ja nicht einmal die Hälfte vermieten. Jetzt zeige ich Ihnen meine Frau. Mama? Guten Tag, Frau Spannagel. Nein, nein, die ist nicht. Ihre Frau ist nicht da. Sind Sie mit der Autowerkstatt zufrieden? Hm. Vielen Dank für den Rat. Die sind wirklich prima. Ganz schnell. In Bayern? Hm. Ich kann den Wagen heute schon abholen. Vielleicht bleibe ich noch ein paar Tage länger. Durch die Verzögerung musste ich meine Termine sowieso alle verschieben. Vogel, ich hab hier gestern meinen Schirm vergessen. Schirm? Frau Spanagel? Moment. Ja. 25. Ja, Frau Spanagel, haben Ihren Schirm da. Ein Schirm? Ja. Na, habe ich nicht gesehen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Das weiß ich bestimmt. Denn ich war hier noch nur beim Friseur und da ist er auch nicht. Ja, Frau Wurl, vielleicht, dass ihn mein Mann gefunden hätte. Ihr werdet fragen, wenn er heimkommt, gell? Ah, der ist wohl nicht da. Nein, der ist momentan unterwegs, geschäftlich. So. Ja. Schauen Sie, Frau Kellerhus, hier haben wir es auch probiert mit dem Wochenmarkt. Aber was ist passiert? Der Gerd, mein Sohn, ist mit einem riesigen Verkaufsbus vom Großmarkt gekommen. Da war es natürlich aus mit dem Geschäft. Ja, ist doch klar, dass der sich eine solche Gelegenheit nicht entgehen lässt. Da sind Sie die Verlierer. Das ist der Laden vom Ebermeier. Aha. Zu sich in Ihre Geschäfte müssen Sie die Kunden locken. Das mit dem Locken, das probieren wir seit Jahren und die Leute werden immer weniger. Schauen Sie. Werbung, Reklame. Ach, Reklame, was soll denn die Leute erzählen? Liebe Leute, kauft's bei mir ein. Ich führe dieselbe Ware wie der Großmarkt, nur ein bisschen teurer bin ich. Das wäre die Wahrheit. Mit der Wahrheit können Sie keine Reklame machen. Das ist das Beste. Wenn einer laufen will, was soll man laufen lassen? Der alte Chef war doch genauso. Hinter jedem Rock war er her. Wenn ich als junges Mädel da auf die Staffelei gestiegen bin, schon war er da. Aber seine Frau, die hat aufgepasst. Der hätte sich das nicht erlaubt, mit einer anderen den ganzen Tag in der Stadt herumziehen. Am helllichten Tag? Das finde ich so rücksichtslos. In seinem Alter. Wer ist denn sie? Er sagt, sie wäre eine Reklameberaterin für kleine Geschäfte, so wie wir eins sind. Und heute hat schon wieder was anderes an. Ja, weiß das die Frau Spanner? Also von mir erfahrt sie kein Wort, keine Silbe. Wenn Sie so alte Sachen suchen, da kann ich schon was auftragen für Sie. Ja? Ja, ja. Ja. Wissen Sie, was ich suche? Einen schönen, alten, bemalten Bauernschrank. Einen bunten? Ja, aber nichts Nachgemachtes.
Da weiß ich was. Bei mir im Schlafzimmer steht einer, noch vom Großvater. Ja, schauen Sie ihn mal an. Vielleicht können wir ein Geschäft machen. Na, jetzt gehe ich erst mal meinen Wagen holen. Ein bisschen Angst vor der Rechnung habe ich schon. Ah, da gehe ich mit. Wenn Sie in meinem Schutz sind, sind die Preise ziviler. Ich sag's ja, Salat rentiert sich bei uns einfach nicht mehr. Ein Glück, dass wir die Hühner haben. Wissen Sie was, Frau Vogel? Ich probier's heute mal mit 30 Pfennig pro Kopf. Der Großmarkt verlangt heute für 4 Stück eine Mark. Was, für 4 Stück eine Mark? Mhm. Ja. Dann versuche ich das mal mit 4 Stück 95. Hm? Mein Herr Sohn, darf ich vorstellen, das ist Frau Kellhus, meine neue Reklameberaterin aus Düsseldorf. Jetzt pass auf, jetzt kannst du was erleben, jetzt geht's dann kaputt. Du, einmal wenn du mir einen Vogel zeigst, du Rotzlatzen, du! Ins Haus. Wehret den Anfängen. Ach, wenn ich sag, lass die Finger von der Reklamesache, tut er doch nur das Gegenteil. Also sage ich gar nichts. Bitte schön. Danke. Wir sind das älteste Spezialgeschäft. Mein Vater war der Erste, der in dieser Stadt die Bananen eingeführt hat. Aber die Leute waren ja so rückständig damals. Die haben ja Bananen nur mit der Schale gegessen. Ja, was ist denn das? 4 Stück, 95 Pfennig. Warum ist denn der Salat so billig? Bitte, Frau Kellhus, da können wir gleich herschenken. Das Beste wäre schon. Darf ich vorstellen, meine Frau, Frau Kellhus. Frank. Werbeberaterin. Aha. Geh mal am besten in die Wohnung, da sind wir ungestört. Mhm. Bitte. Dankeschön. Mama, bringst du uns was zu essen? Ja, freilich, was denn? Ja, was gut soll. Ein Fleischsalat. Na. Der müsste doch schon lang weg. Warum sind's denn so giftig? Ja, sehen's denn nicht, was da los ist? Sind's doch energisch, bevor er wieder einen Blödsinn macht. Mein Gott, der freut sich, dass er mal einen Tag einen großen Kaufmann spielen kann. Wenn die Frau Kellerhus nicht sieht, wie es bei uns tatsächlich aussieht, dann ist es selber schuld. Da geht's rein. So. Aha. Hier schläft meine Tochter, die Beate. Sie ist im Großmarkt Kindergärtnerin bei meinem Sohn. Vorsicht, stolpern Sie da. Und das ist unser Schlafzimmer. Nein, nein, vielen Dank. Vielleicht sollten wir erst mal über Ihre Pläne sprechen. Da schauen Sie sich doch erst den Schrank an. Ha? Ist der nicht wunderschön? Na, der ist allerdings wunderbar. Ha? Und alles, was Sie suchen. Bunt und viele Blumen. Nimmst. Ob ich ihn mag. Aber von dem dürfen Sie sich nicht trennen. Das wäre Ihre Frau bestimmt nicht recht. Der ist doch egal. Der ist froh, wenn es einen neuen kriegt. Einen großen, praktischen. Darf ich ihn mal von innen sehen? Bitte. Oh, der ist ja tief. Ja, da können Sie einen Fernseher reinstellen. Der ist noch von meinem Großvater. Da, die Truhe, die ist auch alt. Da bin ich schon 100-mal drüber gestolpert. Die ist von meiner Frau. Also, das Schlafzimmer ist auch von ihr. Bitte, hier wäre das Wohnzimmer. Waren die zwei im Schlafzimmer? Ja, na bitte. Wer ist im Laden? Hm? Ich hab zugesperrt. Sind so schon so wenig Kunden da und Sie sperren zu, das geht doch nicht. Na, wenn eh keiner kommt. Das könnte aber einer kommen. Jetzt schon. Dann wollen wir mal schauen. Die sicherste Methode, Ihre Kollegen zu einigen, wäre eine gemeinsame Aktion gegen einen großen Konkurrenten. Sag ich doch. Ja, aber so eine Werbekampagne hat ja nur dann einen Sinn, wenn sich möglichst viele kleine... Viele kleine Scheiße. Dürfen Sie ruhig sagen. Das haben Sie gesagt. Sind wir doch. Nein. Aha. Da sind Sie. In letzter Zeit versteckt mir meine Frau immer die Zigaretten. Dankeschön. Das hätte nämlich auch zwei Effekte. Ja. Bitte. Danke. Erstens, Umsatzsteigerung für jeden Einzelnen. Zweitens, ein späterer möglicher Zusammenschluss. Nie. Ja, mei, da verhungert jeder lieber Einzelne für sich allein. Da kennen Sie uns Bayern schlecht. Ja, aber so groß sind doch die Unterschiede gar nicht. Sagen Sie. Entschuldigung, ich habe Ihnen gar nichts angeboten.
Mögen Sie was trinken? Bier werden Sie ganz mögen. Warum nicht? Sie trinken Bier? Na, aber wie? Brav, Mädel, prima. Mama, zwei Flaschen Bier in die Wohnung. Hast du sonst noch einen Wunsch? Ja, schön frisch. Okay? Ist recht, ich bring's dir auf. Gut. Grüß dich, Mama. Ja, grüß dich, Beate. Schon so früh heute daheim? Ja, ich habe mir heute meinen freien Nachmittag genommen. Als Angestellte nehme ich jeden Vorteil wahr. Ich schenk doch dem Gerd nichts. Du, wenn du drauf gehst, nimm doch gleich die Flaschen für den Papa mit. Wieso, wer ist denn da? Seine neue Flamme. Der Gerd hat erzählt, dass er in der Stadt mit ihr Schaufahrt. Ja, das kostet bloß wieder einen Haufen Geld, diese neue Werbeidee. Na, ihr habt es doch. Ja, ja. Also, wir sind uns einig. Sie kriegen meinen wunderschönen Warenschlag gegen 1A Werbeberatung. Brav. Und mit ihrem Charme werden sie doch meine Kollegen unter einen Hut kriegen. Aber was mir geht's ja nur darum, dem Großmarkt ins Auszuwischen. Grüß Gott. Tag. Wenn der Bayer ein bisschen mehr Umsatz abfällt, habe ich nichts dagegen. Dann vorstellen meine Tochter Beate, Frau Kellerhus. Hübsche Tochter haben Sie. Dankeschön. Okay. Der ganze Vater. Okay. So, bitte. Danke. Wo ist denn die Mama? Die kommt gleich. Die zieht sich nur noch was Schönes an. Braucht's doch nicht. Die ist immer schön. So ein multiregionaler Konzern ist doch von vornherein schon eine Übermacht. Das ist doch meine Rede. Ja, wichtig ist doch nur, dass sie sich zusammenschließen. Ja, aber das haben wir doch eigentlich schon gemacht. Es funktioniert aber nicht. Ja, haben Sie denn schon einen attraktiven Namen für Ihren Verkaufsring? Ich hatte vorgeschlagen, unser Einkaufsparadies. Aha, das ist nett. Aber glauben Sie nicht, dass hier in Bayern etwas mit Heimat und Tradition besser wäre? Nein, nein, gnädige Frau. Ich glaube, das wäre eher was für die Leute aus der Großstadt. Unsere Landbevölkerung liebt mehr das Moderne, Modische. Ach, kein Moser, da gehört doch ein Volkfest her mit einem großen Bierzelt, der Blasmusik und so weiter. Geh so gescheert. Ha? Wir wollen doch unser Image ein bisschen aufbessern, eleganter. So. Das Bierzelt willst du aufstellen? Ja, freilich. Ja, wo bleiben dann wir? Also wir im Ruhrgebiet, wir machen in den mehr ländlichen Bezirken, die Städte sind so ähnlich strukturiert wie hier, machen wir einen Schaufensterwettbewerb. Mit Preisen und Verlosungen. Man bekommt in jedem Laden ein Los mit einem Wort. Und die Wörter zusammen ergeben dann einen Spruch. Und nur wer den ganzen Spruch vollzählig hat, der kann an der Verlosung teilnehmen. Ja, das ist doch prima. Jeder, der einen Preis gewinnen will, muss in jedem Laden von uns einkaufen. Und ja. Da ist dabei. Ja, wer soll das nachher zahlen? Das Sie, meine Herren. Aber sonst sind meine Kollegen, das wird doch nichts. Jeder denkt nur an sich. Wie überall auf der Welt. Und das mit dem Preisrat wird nie was. Ja, aber das mit der Folklore und dem Bierzelt, das finde ich gut. Diese Masche zieht das Publikum bestimmt an. Schau, mein Vater mit seiner neuesten Flamme. Mach keinen Witze. Grinst du so frech? Darf ich vorstellen, Martina Hechler, meine Braut. Gell, da schaukst? Wir kennen uns doch. Sehr begeistert ist er nicht von seiner künftigen Schwiegertochter. Erstmals wird er alles versuchen, uns auseinanderzubringen. Sehr schön. Und was kostet die Kapelle? 2000 Mark. Und vorher zahlen, gell? Geht's nicht ein bisschen billiger? Da ist nichts zu machen mit den Musikern. Eine gute Kapelle kostet es eben, ne? Und wie viel Leute gehen rein? 200 bis 500. Da wird's aber sehr eng. Die Leute wollen ja eng sitzen. Na, wär's ja erst gemütlich. Also gut, ich nehm's. Fair, das Ganze ist ein Riesengeschäft für uns. Nein, diese Gemeinschaftswährung war doch deine Idee. Also zahlst du auch dafür. Ich weiß ja gar nicht, ob ich mehr umsetze. Herr Schapp, von investieren hast du noch nichts gehört. Doch, investieren ist, wenn ich für da herin einen neuen Backofen für 50.000 Mark kaufe und dafür 10.000 Semmeln produziere. Ja, die du dann dem Großmarkt verkaufst, du Schupf, du. Bekunian und Olit. Was heißt denn das? Geld stinkt nicht. Also, du beteiligst dich nicht. Also, bevor ich mich beteilige, müssen wir erst einmal darüber diskutieren.
Da muss ein Ausschuss gebildet werden. Mein Gott, wie in der Politik. Ausschüsse, Eingaben, bis keiner mehr weiß, was man eigentlich wollte. Ja, was willst du denn eigentlich? Ja, eben mal einen Reklameabend. Schau, es braucht jeder nur 1000 Mark beisteuern. Das sind miteinander 10.000 Mark. Und dann mieten wir uns die Bierhalle, machen einen schönen bayerischen Abend mit Blasmusik und Jodeln. Und für wen? Ja, für die Leute, die bei uns einkaufen. Ah, denen soll ich was schenken? Mein Gott, für neue Kunden ist doch Werbung. Ja, dann warte erst einmal, dass die neuen Kunden kommen. Und wenn ich dann mehr verdiene, für den Fall, dann werde ich mich beteiligen. Nein. Nein. Bevor ich einen Erfolg sehe, gebe ich keinen Pfennig aus. Das sagt auch meine Frau. Ja, aber die Metzgerei gehört doch dir. Nein. Schäufele und Co. Und der Co. ist meine Frau. Also ich muss Ihnen wirklich ein Kompliment machen. Seitdem Sie die Abteilung haben, sind die Sachen viel hübscher. Das ist nett. Aber leider mache ich nicht den Einkauf, der geht von der Zentrale aus. Aha. Aber eine gewisse Auswahl kann ich schon treffen. Aha. Wissen Sie was? Ich nehme doch diese Bluse hier, die ist gedeckt. Aber ist die nicht zu dunkel für Sie? Ich glaube, was Helles wäre hübscher. Meinen Sie? Mhm. Ja, zeigen Sie mir doch mal was. Ja, zum Beispiel die hier. Die ist doch sehr hübsch, oder? Ja, finden Sie. Machen Sie nicht Platz. Ja, Mutter, du kaufst bei der Konkurrenz. Ja, grüß dich. Grüß dich. Darfst du denn das? Ja, wir führen ja keine Textilien. Außerdem, das Kleid hat dem Vater sehr gut gefallen. Ja, und weiß er, dass es von uns ist? Nein. Eben. Was macht denn sein bayerischer Abend? Ach du, das wird eine Riesenpleite. Der Papa hat die Halle gemietet und ein ganzes Programm engagiert. Und jetzt macht keiner mit. Das sind 10.000 Mark. Die kommen auf uns zu. Ein Glück, dass wir das Geld nicht haben. Das ist eine Logik. Typisch weiblich. Wieso typisch? Ja, auch wenn ihr das Geld nicht habt, zahlen müsst ihr trotzdem. Das ist wieder typisch männliche Logik. Wie kann man es denn zahlen, wenn wir es nicht haben? Mama. Aber die Sache mit der Folklore, die ist gut. Hm, da kommt mir eine Idee. Da muss ich gleich mal in Frankfurt anrufen. Der ist wie sein Vater. Der hat auch immer eine neue Idee. Meinen Sie, dass der den aushält? Mit dem habe ich schon ganz andere Sachen transportiert. So, also dann raus mit dem alten Klump, alles haben wir selber. Mama, du kriegst ja einen Einbauschraub. Den kannst du gleich bei mir kaufen, Vater. Nächste Woche eröffne ich meine neue Möbelabteilung. Da gibt es Prozente. Wieso hast du jetzt ein Möbel? Freilich. Bauernschränke, neue. Ja, so schön natürlich nicht wie der. Der ist ja mindestens 2000 Mark wert. Wie viel? Nur 2000 schon. Dafür kriegt er auch einen besonderen Ehrenplatz in Düsseldorf. Ja, also, mach deiner Heimat Ehre. Hundert Jahre ist der Schrank in ihrem Schlafzimmer gestanden. Na, Frau Vogel, Hauptsache, wir sind die Sorge mit der Unterhaltung los. Also dann. Wieder schauen, gute Fahrt, seid vorsichtig, ja? Du, Gerd, die Idee mit dem bayerischen Abend ist wirklich ausgezeichnet. Okay. Na, das ist ja auch von mir. Hm. Dafür kriege ich aber ein schönes Schlafzimmer, gell? Jetzt. Birke geflammt. Mama, wir kriegen ein Schlafzimmer, Birke geflammt. Jetzt geht's wieder los. Juhu! Meine sehr verehrten Gäste, im Namen des Großmarkts heiße ich Sie alle herzlich willkommen. Machen wir es kurz, viel Vergnügen und auf Wiedersehen im Großmarkt in der neu eröffneten Möbelabteilung. Dankeschön. Ja, Mama, wie verkehrt das macht, das ist meine Schule. Schau mal, die Frauen ihn anhimmeln. Iss und trink halt kostet nichts. Ja, trink schon. Besser hätte man es gar nicht treffen können. Das Risiko muss man den Großen überlassen. Herr Ebermeier. Ja? Ob ich für meine Biermarke auch einen Wein haben kann? Sicher. Vielleicht auch einen Schnaps. Oh,
Likör, bitte. Du, Fingerl, sind die Brezen vielleicht von dir? Natürlich. 1000 Stück. Das lebe der Großmarkt. Du hast den keine Lederhosen an. Du hast doch so schöne Knie an. Ja, aber Herr Weiß, du das. Das ist meine Badeanstalt. Wird die umreißen, lässt die zur Wiesmeißen, wird die Toda, der du schön gewinnst. Wer da nichts draus macht, wer auf deiner Lache, weil am Kopf ist das allerbein. Unsere Tuli, ohne meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen den Leiter unserer neuen Möbelabteilung, Herrn Damböck, vorstellen. Herr Damböck ist der Gewinner der letztjährigen Bezirksskimeisterschaften. Wenn Sie also irgendwelche Einrichtungssorgen haben, kommen Sie zu uns. Herr Damböck berät Sie bestens. Jetzt missbraucht er schon unsere Sportskanonen für seinen Großmarkt zur Reklame. Das ist unlauterer Wettbewerb. Papa, wenn du schreist, dann geh ich. Mit solchen Methoden wird dem einheimischen Einzelhandel das Wasser abgegraben. Hey, was macht der? Das tut dir doch nicht weh. Du hast ja keine Mäbe. Und nächste Woche macht er dann einen Reklameabend für seine Lebensmittelabteilung. Was man dann? Das war doch deine Idee mit dem Abend. Die Idee ist auch gut. Aber ihr Deppen, ihr habt's ja nicht mitgemacht. Aber ich habe noch froh sein müssen, dass der Gerd mir die Socken mal aus. Das Leben wieder groß macht. Verräter! Auf geht's! Kräftig! Du, wenn du da jetzt mitmachst, geh ich nach Hause. Mama, zu jedem bayerischen Abend gehört eine zimtliche Raucherei. Das erwartet. Sie überlasst es den Jungen. Gerd, Kraftwerk! Jetzt wird's gemütlich. Der Abend war auch deine Idee, Vater. Ja, aber bezahlt hast du ihn den Abend. Wieso? Ja, mit dem Bauernschrank, der ist doch aus deiner Erbmasse. Du und ich möchten ein schönes Schlafzimmer. Wirklich geflammt. Ja, ich kenn doch den Geschmack meiner Mama. Wirklich geflammt. Komm zu mir und such dir eins aus, Mama. Jetzt kriegen wir nur ein Schlafzimmer. Oh. Schön.